Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Im Dezember 2018 gaben Florian Silbereisen und Helene Fischer völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Jetzt, fast anderthalb Jahre später, hat der Moderator auf Instagram ein Foto mit seiner Ex-Freundin geteilt, und das aus einem ganz bestimmten Grund. Seitdem Florian Silbereisen bei der SDS in der Jury saß, ist der Schlagerstar auch auf Instagram aktiv. Dort folgen ihm mittlerweile über 100.000 Fans. Die versorgt er nahezu täglich mit Schnappschüssen aus dem Alltag oder mit Fotos von diversen Dreharbeiten. Jetzt hat der 38-Jährige aber ein ganz besonderes Bild mit seinen Followern geteilt, ein Bild mit seiner Ex. Auf dem Foto stehen Florian Silbereisen und Helene Fischer ganz dicht beieinander. Der Musiker strahlt über beide Ohren, die Sängerin hält ihre Hand auf seinem Rücken. Auch Andreas Gabalier ist auf dem Bild zu sehen. Doch der wird hier schnell zur Nebensache. Aufgenommen wurde der Schnappschuss im Herbst 2019 während des Schlagerbooms. In seiner Show begrüßte Florian Silbereisen damals Gäste wie Howard Carpendale, Maite Kelly, Andrea Berg oder Roland Kaiser. Doch was der Moderator zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, auch Helene Fischer wird an diesem Abend auf der Bühne stehen. Seine Ex-Freundin hatte ihn damals überrascht. Für viele war es der emotionalste TV-Moment des Jahres. Bei einigen Fans im Publikum kullerten sogar die Tränen. Auch der Moderator musste nach Luft ringen und mit den Tränen kämpfen. Jetzt, fast ein halbes Jahr später, wird die Wiederholung der Show, die die Schlagerszene damals so berührte, erneut ausgestrahlt. Und genau aus diesem Anlass hat Florian Silbereisen nun den Schnappschuss gepostet. "Es war so schön", kommentierte er das Bild. "Leider werden wir so etwas so schnell erstmal nicht wieder erleben. Aber heute Abend können wir uns erinnern, an die Schlagerbooms-Jubiläumsshow mit allen großen Stars und tollen Überraschungsgästen." Wer also noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte, kann sich die Sendung am Samstagabend um 20.15 Uhr im MDR und WDR ansehen. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.